I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch über, ja, den Filmvergleich und das Buch, also Buch versus Film von The Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth reden. Ich habe ja noch die alte Auflage der Cover. Es gibt ja jetzt neue, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich so ein blaues Buch in der Hand habe und ihr kennt das eigentlich nur in Spaß mit im Labyrinth, da im Blau draufstehen. Nein, ich habe noch die alte Auflage und hier seht ihr, wenn ich es hinkriege, hoffentlich das Filmcover eingeblendet. Und ja, ich habe das Buch letztes Jahr im Frühjahr, glaube ich, gelesen, ganz hundertprozentig weiß ich das jetzt nicht mehr und habe es geliebt. Es hat von mir damals 5 Sterne gekriegt. Ich fand es einfach grandios, spannend und mal etwas ganz, ganz anderes. Im Vergleich dazu habe ich den Film jetzt gerade erst vor kurzem gesehen. Das war, um genau zu sein, am 18.10. Nein, es war ein Samstag, glaube ich. Und ja, das ist mir also noch ein bisschen aktueller im Kopf als das Buch, aber ich werde trotzdem versuchen, einen logischen und sinnvollen Vergleich zu ziehen. Und zwar, ich war ja immer erst so ein bisschen zwiegespalten, ob Dylan O'Brien, der den Thomas in dem Film gespielt hat, meinen Erwartungen an den Charakter Thomas gerecht werden sollte, weil ich mir Thomas immer ein wenig so vorgestellt habe, wie auf diesem Cover hier, so mit wenig Haaren und so ein bisschen, ja, speziell, wobei Dylan O'Brien natürlich auch sehr speziell ist, aber anders speziell, als ich mir Thomas damals vorgestellt habe. Ich muss dazu sagen, meine Erwartungen wurden doch, ja, erfüllt. Ich fand Dylan O'Brien sehr ansprechend. Ich finde, der junge Mann sah in dem Film auch sehr gut aus. Und ich habe ihn gerne als meinen Thomas gesehen. Ich sage das jetzt so, weil ich einfach abgrundtief in Thomas verliebt war oder auch immer noch bin. Und ja, auch die anderen Charaktere fand ich sehr treffend gewählt und war sehr begeistert von der Umsetzung der Charaktere. Das kann ich schon mal so vorab sagen. Inhaltlich haben natürlich im Film, und da hat er ein paar Minuspunkte gesammelt, einige Faktoren, die sozusagen das alles noch ein bisschen genauer erklären, gefehlt. Das fand ich aber, ich persönlich fand es nicht schlimm, da ich das Buch ja gelesen hatte und um die Umstände Bescheid wusste. Ich habe aber gemerkt, ich war mit meinem Freund und einem befreundeten Pärchen sozusagen im Kino und die haben öfter mal das eine oder andere nachgefragt, was ihnen unschlüssig war. Also von daher muss ich dem Film da einen eindeutigen Minuspunkt geben, wobei man wiederum bedenken muss, dass man natürlich in einem Film auch nicht alle kleinsten Details, die man in einem Buch natürlich locker beschreiben kann, reinquetschen kann. Somit, ja, würde ich sagen, der Film kriegt dafür einen ganz kleinen halben Minuspunkt. Ansonsten war die Umsetzung sehr ansprechend, sehr, ja, schon ziemlich buchnah. Es haben ein paar Kleinigkeiten, wie bereits erwähnt, gefehlt. Ich sollte langsamer sprechen. Aber alles in allem war es, wie gesagt, ansprechend. So. Die Charaktere habe ich schon erwähnt, die sind für mich ein absolutes Plus gewesen, weil sie wirklich so waren, wie ich sie mir vorgestellt habe. Die Spannung. Ich fand das Buch ja super, super spannend. Hier ist ja wirklich sehr, sehr viel passiert und es gibt nur einige wenige, die das anders sehen als ich. Und somit war ich natürlich im Film darauf vorbereitet, dass die Sequenzen nur so vor sich hinspringen. Bam, 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 bam. Und das habe ich natürlich gekriegt. Es war wirklich so, der Film hat dir nicht wirklich Zeit gelassen, dich zu entspannen und auszuruhen. Er war sehr kurzatmig. Es ging einfach alles total schnell. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie schon wieder das nächste Spannende passierte. Auch die Jugendlichen in dem Film, also die Charaktere, konnten sich einfach nicht entspannen, weil es alles total zapp, 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 zapp ging. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das war auch sehr nah und getreu am Buch und somit auch wieder einen Daumen hoch für diese Kategorie. In Bezug auf die Action ist das auch alles nicht zu kurz gekommen. Die sogenannten Griever, die hier in dem Buch sozusagen die böse Rolle einnehmen, wenn ihr wissen wollt, was ein Griever ist, müsst ihr das Buch natürlich selber lesen. Die waren sehr, sehr gut umgesetzt. Sie haben mir wirklich Angst und Schrecken eingejagt. Ich fand die Viecher so unheimlich und ich möchte so einem Teil nachts nicht begegnen. Und oh mein Gott, ich habe echt geschwitzt, obwohl ich wusste, was passiert. Und oh, 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 es war einfach richtig, richtig krass. Und man hat so mit den Figuren gelitten. Also auch emotional war der Film einfach ein absolutes Highlight für mich.
kann eigentlich, wie ihr hört, fast nur loben. Es gibt nur so ein, zwei kleine Kritikpunkte in meinen Augen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich das Buch schon geliebt habe und den Film gar nicht hassen können könnte. Außer er wäre wirklich richtig grottig umgesetzt. Und da sind wir noch schon bei einem neuen Punkt, nämlich die Umsetzung des Labyrinthes. Die Jugendlichen leben ja hier auf einer Lichtung, die von einem Labyrinth umgeben ist. Und ich hatte echt erst Befürchtung, dass sie das nicht richtig umgesetzt bekommen. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Es sah wirklich, es waren grandiose Animationseffekte und es war einwandfrei umgesetzt. Man hat eine gute Atmosphäre geschaffen und die Charaktere oder die Figuren, die Menschen haben sich gut darin eingefügt und es wirkte sehr authentisch und als gäbe es dieses Labyrinth wirklich. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Als nächsten Punkt das Ende. Das Ende ja war für mich ja auch im Buch so ein kleiner Schock, weil hier eine Sequenz kommt, die sehr ja, berührend, schockierend und überwältigend ist. Und ich hatte die Befürchtung, dass das in dem Buch, in dem Film nicht so gut zur Geltung kommt. Es war aber nicht so. Es kam wirklich gut zur Geltung und selbst meine Freundin, die vorher darüber noch ein oder zwei kleine Witze gemacht hatte, war sehr schockiert und somit kann ich nur behaupten, dass es sehr gelungen umgesetzt war und das absolute Ende, wie ich es jetzt mal nennen möchte, weil das war sozusagen eine der Endsequenzen und das absolute Ende ist dann das, was tatsächlich dann das Ende war, mit Cliffhanger natürlich, also seid gefasst, der Film hat ebenso wie das Buch einen leichten Cliffhanger, weil man sich so denkt, und jetzt? Und ja, das war ein wenig anders als im Buch, fand ich aber nicht schlimm, war trotzdem angemessen und hat mir gut gefallen. Man hat schon so ein bisschen mehr Feedback gekriegt oder ein bisschen mehr Informationen, als dass man es im Buch kriegt. Man kann es zwar im zweiten Buchtitel erahnen, was passieren wird, aber eigentlich erfährt man es im Buch nicht. Und das erfährst du aber im Film schon. Das fand ich so ein bisschen vorhergezogen, so ein bisschen, das hätte man nicht machen müssen, man hätte es auch einfach so stehen lassen können. Dadurch wäre die Neugier vielleicht ein bisschen größer geworden. Und somit würde ich dem Film dafür auch noch meinen halben Punkt abziehen. Alles in allem aber mindestens eine 4-Sterne-Bewertung für den Film. Er war absolut toll umgesetzt. Er hatte tolle Special Effekte, sehr viel Action, war mit tollen Schauspielern besetzt, die alle sehr authentisch wirkten. Die Synchronisation im Vergleich zum Beispiel zu City of Bones war wesentlich besser und hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte die Stimmen von den Charakteren, sie haben alle sehr gut gepasst. Und ja, alles in allem eine gelungene Buchverfilmung, was man ja wirklich nicht von jeder Buchverfilmung sagen kann. Und lest aber wirklich das Buch, weil es ist natürlich nochmal um eine Nasenlänge besser als der Film. Aber auch wirklich nur so ein Stück und dann hat der Film es auch so gut wie eingeholt. Und ich habe natürlich den Film schon vorbestellt. Falls ihr den Film schon gesehen habt und eure Meinung dazu äußern wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Falls ihr den Film noch gucken wollt, könnt ihr auch gerne schreiben. Und falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, aber den Film gesehen habt oder umgekehrt, dann schreibt doch dazu auch mal was, wie euch das jeweilige gefallen hat. Und ansonsten schreibt einfach irgendwas oder schreibt halt gar nichts, das überlasse ich euch. Ich denke, hiermit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bye, bye!